Schweizer in Kolumbien wird Ihnen präsentiert von Latino Travel, der Spezialist für Zentral- und Südamerika. In der Schweiz ist alles schon perfekt, oder? Und da hast du noch sehr viele Sachen, die du wirklich kannst verbessern kannst, weil es noch sehr viele Sachen hat, die fehlen, wie meiner Meinung nach zum Beispiel gutes Brot. Für Café Urbania 4 Baguette, für Hostel Rango alle 3 Zöpfe, das Hotel Bin 50 Gipfeli, für das Intercontinental 3 grosse Brot, für den Turban sind es 280 Pampita. Es läuft. Die Swiss Bakery vom Zürcher Stefan Battaglia in Kolumbien. Meine Reise fängt an, am Morgen um 3 in der Schweizer Bachstube in der Großstadt Medellin. Eine Reise durch ein Land im Wandel. Wie erleben die Auslandschweizer in Kolumbien den Wandel von ihrem Land? 4 Menschen, 4 Geschichten. Das ist die Serie Schweizer in Kolumbien. Er hat schon lange mal an einem anderen Ort auf der Welt leben. Vor 3 Jahren ist er auf einer Reise hier hängen geblieben. Vor gut einem Jahr hat der 27-jährige Stefan Battaglia im Medellin Trendquartier El Poblado seine Swiss Bakery eröffnet. Dann habe ich gesagt, du, jetzt riskierst du etwas, du willst schon immer gehen. Und dann habe ich es riskiert und jetzt bin ich da und ich kann auch nicht vor, zurückzugehen. Ein Grund ist sie, die Alejandra, die Freundin. Und natürlich das Geschäft. Für die guten Kunden liefert der Chef selber, wie hier Kebabbrot. 89 Brote, die wir heute gebracht haben. Eine Schweizer Erfolgsgeschichte, die hier in Medellin vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre. Wie viele brauchst du noch mit dir? Medellin, eine Millionenmetropole. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. We had no idea. Auch durch die Fernsehserie Narcos oder die Geschichte vom Drogenbaron Pablo Escobar hat die Stadt heute wieder an Bekanntheit gewonnen. Es war in den 90er der gefährlichste Ort der Welt. Bomben, Raubüberfälle und Entführungen sind hier in Medellin an der Tagesordnung gelegen. Gegner sind ermordet, Richter gekauft und Politiker erpresst worden. Medellin hat Terror über das ganze Land gebracht. Der Christian Vélez hat genau diese Zeit hautnah miterlebt. Der halb Kolumbianer, halb Schweizer Schokoladenproduzent ist bis 18 in Medellin aufgewachsen. Da hast du überall noch die Blutspuren gesehen. Da gab es ja Feuer und alles. Und dann hast du da noch wie verbrannte Stücke Fleisch gesehen und du wusstest, das waren Menschenreste. Und das war schon ziemlich übel. Man hatte auch immer die Angst, man wird überfallen. Dass du mit einem Messer überfallen wirst und umgebracht hast, bin ich oft aufgewacht am Abend und Albträume gehabt. Und ich habe viele Jahre, als ich dann schon in der Schweiz war, noch darunter gelitten und gebraucht habe, bis ich endlich mal ruhig Ruhe hatte. Fast 30 Jahre später. Medellin taucht nicht mehr auf Listen der gefährlichsten Städte auf, dafür auf Listen der innovativsten Städte. 2012 gehört das renommierte Wall Street Journal Medellin zu der innovativsten Stadt der Welt. 2,5 Millionen Metropole gilt als Vorzeigebeispiel für die Entwicklung von ganz Südamerika und als Symbol für den Wandel in Kolumbien. Mit den Luftseilgondeln an die Arbeit pendeln. Auch die sogenannten Metro-Gable sind gebaut worden für die armen, damals höchst kriminellen Stadtteile am Hang, um den Menschen einen Anschluss ans Stadtzentrum ermöglichen, um das Quartier zu entkriminalisieren. Das ist der Stadtteil Santo Domingo. Auch hier haben bis vor wenigen Jahren Gangs die Oberhand gehabt. Es ist täglich entführt und gemordet worden. Auch durch den Bau der Luftseilgondeln und Gratis-Bibliotheken in den armen Gebieten konnte die Situation entschärft werden. Ich bin jetzt auf der Rolltreppe von der Comuna 13, der Comuna 13. Das ist noch vor 25 Jahren der gefährlichste, der kriminellste Stadtteil von Medellin. Heute sind die Open-Air-Rolltreppen mitten ins Wohnquartier ein beliebtes Reiseziel für Touristengruppen. Auch dank diesen Rolltreppen ist das Quartier Comuna 13 heute sicherer. Sie sind die Verbindung zum Stadtzentrum. Ich fahre mit dem Christian Vélez nordwestlich Richtung Puerto Berrio. Ein Gebiet, das noch bis vor wenigen Jahren von der Rebellenorganisation FARC und früher von Pablo Escobar besetzt und terrorisiert worden ist. Ja, das war lebensgefährlich. Da konnte man nicht
sehr weit aus der Stadt raus, weil da wurde man entführt und dann ja, warst du weg. Auf Entdeckungsreise in der ersten Heimat. Millionenschweren Unternehmer in Zürich, Kakaobauer im ehemaligen Rebellengebiet von Kolumbien. Kannst du eine probieren, ist mega fein. Die Geschichte von Christian Welles. Und wenn du nur 7 Leute bist in einer Uniklasse, heisst du, du musst unglaublich mitmachen. Der Zürcher Journalist David Karasek wohnt seit 3 Jahren in der kolumbianischen Hauptstadt und studiert Politik an der Uni in Bogotá. Das morgen im zweiten Teil der Serie «Schweizer in Kolumbien». «Schweizer in Kolumbien» ist Ihnen präsentiert worden von Latino Travel, der Spezialist für Zentral- und Südamerika.